Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pamers Live. Immer noch Early Access. Und ich habe mir ein bisschen schlau gemacht. Ich klicke erstmal auf weiter. Ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht über das Spiel. Und zwar am Anfang habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich hätte mal das so einstellen sollten, dass er nicht altert. Aber naja, war wohl zu spät. 3 Spieljahre lang. Zu spät. Oder 4 Spieljahre. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das schon 33 oder 34. Naja. Ich habe gelesen auch, ja, 33 ist er. Genau. Habe auch gelesen, dass er 80 wird, max, anscheinend. Ziemlich kurze Zeit für so einen Kasimir. Naja, machen wir das Beste draus. Irgendwann mache ich eine zweite Staffel dann, wenn ich nicht alles erreicht habe, kurz vor 80 Jahre. Will ich natürlich, ne, noch eine zweite Staffel irgendwann rausbringen. Nicht sofort, aber irgendwann. So besteht denn das Ganze. Ja, Hacke werde ich jetzt nicht mehr benutzen. So, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht und zwar in dem Sinne schon schlau, was eigentlich am meisten Geld einbringt. Ne? Ist nicht die Ernte, die wir hier abmähen. Ne? Wir haben es gesehen, Hafer und Weizen hat nicht das erzielt, was wir wirklich haben wollten. Gut, hab mir offscreen noch ein bisschen schlau gemacht, sage ich es nochmal. Und zwar gibt es hier so einen Destillierer. Man kann maximal 3-mal davon von abkaufen, pro Tag, denke ich mal. Und mit dem Destillierer kann man Alkohol herstellen, das ist aber klar, ne? Oder Wein, was auch immer, Apfel, Himbeer, ach, was weiß ich, was es alles gibt. Kartoffeln, solche Sachen müsste ich eigentlich ansetzen. Und dann habe ich noch gesehen, ihr habt, ich habe mir natürlich so ein Tutorial angeschaut, habe ich natürlich gesehen, ihr habt ein Tutorial, dass man eventuell, ich guck mal kurz bei die Hühner. Okay, da haben wir schon erlegt. Eventuell kann man Tabak ansetzen. Ne? Man kann Tabak produzieren. Ich weiß zwar nicht für was, aber man kann Tabak produzieren. Und anscheinend auch verkaufen können. Und ich habe auch gesehen, hier beim Bauen sonstiges gibt es unterschiedliche Scheunen, ne? Eine Scheune mit einer Box, zweier Box, ne? Zweite Scheune, dreier Scheune. Ich habe nämlich beim Tutorial gesehen, die dreier Scheune soll auch was Gutes bringen. Und zwar, dass man, oder zweier Scheune, zwei Scheune gehen auch. Und zwar, dass man die eine Seite umbauen kann in so eine Pilzzucht. Und die andere Seite natürlich so ein Herstellungs-Dingsbums-Gedöns. Könnten wir eigentlich machen. Aber das Problem ist, da so wenig Holz hier gibt bei uns, habe ich mir sogar noch schlau gemacht, wie man Bäume bekommt. Hallo, wann seid ihr noch? Ich war nämlich im Sägewerk, offscreen, war ich im Sägewerk und habe gesehen, 6 Baumsetzlinge. Kosten 4.800 Taler. Habe ich also gedacht, ach du Scheiße. Was soll ich mit 6 Bäumen mit so viel Geld? Das ist doch völlig übertrieben. Vom Preis her. Richtig übertrieben, total überteuert. Wenn man bedenkt, dass man jeden Tag... Was ist das? Ja, Schrott nicht an, aber ich kümmere mich darum eines Tages. Ja, da fehlt uns noch Lenkrad und hier... Wie heißt er? Doch, Lenkrad und ein Rad. Das fehlt uns noch an diese Maschine und sonst haben wir ja fast alles. Naja, auf jeden Fall, ja. Das ist auch noch die Frage, wie lange und wie lange dauert es, bis da endlich mal ein Baum nach oben wächst? In voller Größe und Prächtigkeit, um zu fällen? Das weiß ich zum Beispiel nicht, weil die Standardbäume, die hier schon stehen, die bleiben anscheinend so groß.
oder so klein. Auf jeden Fall brauchen wir jede Menge Bretter und die muss ich dann wieder zurückkaufen. Was ein bisschen anstrengend ist. Deswegen möchte ich gerne mit euch anfangen mit einem Distillierer. Und der Distillierer kostet pro Stück 1400 Taler. Tatsächlich. Bin ich hier richtig? Ich glaube, das war bei Thaddäus. Oh nein. Das war bei Thaddäus. Thaddäus, so. Auf jeden Fall können wir hier Zwiebeln nicht. Tabaksamen kann man hier kaufen. Zuckerrüben kann man Zucker draus machen. Maiskörner, ja, Mais. Auch ganz gut. Heidelbeeren und Himbeeren. Also auf jeden Fall kriegen wir hier diese Samen, die wir für den Destillierer benötigen. Und wir müssen zu Thaddäus. So war das. Thaddäus. Denn seine komische Frau, Thaddäus, hat hier... Ja. Genau. Destillierer pro Stück. Ja, alle drei direkt werden dann sofort 1400. Aber wir brauchen nur einen. Ne? Und hier kann man lesen, Apfelmeische, ne? Von den Äpfeln, ist klar. Und dann noch Heidelbeermeische von den Heidelbeeren, Hafermeische von den Hafern, die ich verkauft habe. Und Kartoffelmeische. Wenn man Kartoffeln hier abkauft und ne, setzt. So. Und dann gibt es hier noch Himbeermeische, kann man auch ansetzen. Und Haferkörner kann man von ihr auch abkaufen. Ah, interessant. Da ist dann noch die Frage, ne? Also, ne, Apfelwein ist klar. Von den Äpfeln, ja. Können wir mal 10 Stück mitnehmen? Wie viel macht das? 100. Komm, nehmen wir mal mit. Zerkochen wir zu Hause. Wir können auch jeden Tag Kartoffeln von ihr abkaufen. So wie Kartoffeln. Kann man auch jeden Tag abkaufen, wie teuer macht. 10 Stück, 50 Münzen. Ja, das ist billig. Das nehmen wir. So, ne? Aber die Maische kaufe ich nicht, weil die mir zu teuer ist, wie ihr seht. Kostet fast wie so viel wie Wein, ne? Likör und so ein Kram. Ja. Ich möchte ja schließlich das Alkohol selber herstellen und nicht hier. Ne? Also ich. So, hier haben wir noch einen Arbeitstisch. Der Name scheint ein wenig hochtrabend, aber auf diesen einfachen Tisch können geschickte Hände Wunder schaffen. Okay, kein Wunder. Aber Gegenstände von erträglicher Qualität. Okay, wir gehen jetzt nach Hause wieder. Ich könnte ja, wenn es schneller gehen soll, Fahrrad nochmal zurückkaufen. Komm, wir kaufen nochmal den Fahrrad. Ja, mecker nicht rum. Ich möchte nur dein Fahrrad. Alles gut. Dankeschön. Ich könnte das hier natürlich auch noch mitnehmen, weil so teuer ist es nicht. Mal im nächsten Mal. So, dann setze ich mich darauf, ne? Und benutze die Schnellreise, um schneller nach Hause zu kommen. Yes. Also praktisch ist dieses Fahrrad doch. Man kommt von A nach B ein bisschen schneller, als würde man... Also... Schnellreise muss ich nicht unbedingt mehr machen. Ne? Auf jeden Fall steht da wie eine 1. Nicht das, was ihr denkt. Und ja. Destillierer werde ich auf jeden Fall in den Schuppen stellen. Hier. Genau. Direkt an der Kiste. Wäre, glaube ich, viel besser. Ja. So. Ja, 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 ja. Lege ab. Genau. Huhn, Dankeschön. Jetzt kann ich die nochmal hinstellen. Wie blöd ist das denn? So, ablegen. So. Ich gehe mal hier. Ich mach mal zu den Schuppen, ne? Ich möchte nicht, dass die Hühner hier mir ja alle distillieren. Och nö, du blödes Schwein. Er ist Hunger. Er hat Hunger. Ja, kann ich verstehen. Er hat Hunger. Ist halt so. So, benutzen. Ja, jetzt kommt hier eine Destillieranlage, bla 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 bla. Das müssen wir jetzt nicht durchkauen. Auf jeden Fall brauchen wir hier noch Brennholz, Wasser und die Maische, die wir dann durch Kochen herstellen. Ich muss die mal rausholen. Fahren. Geht das? Oder meckert darum? Komm mal mit. Komm mal hier raus, ne?
Da, 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 da. So, brich ab. Genau, danke. Ich möchte nicht, dass du da reingehst und meinen Destillierraum schmeißt, ja? Das wäre sehr angenehm. So, dann gehen wir zum Herd. Haben wir da wenigstens Brennholz? Nein. Oh mein Gott. Ich vergesse jedes Mal irgendwie Brennholz zu holen. Ah, das ist so ärgerlich, ne? Wenn man was vergisst. Das kennt ihr bestimmt alle. Das kennt ja jeder. Hm? Das kennt ihr alle. Benzin haben wir mehr als genug gefunden. Erstmal. Hm, wir haben noch dreimal Bier. Was ich auch immer damit soll. Ach so, und dann noch beim Markt. Diesen Typen, der mich immer mit mir kämpfen will, hätte ich auch schon längst jedes Mal umnatzen sollten. Und das Schrott hier ist nur für Glühbirnen und so ein Kram. Also hätte ich auch verkaufen können, komplett. Naja, man kann ja nicht alles haben. So, dann hole ich erstmal... Nee, Wasser brauche ich nicht. Weiß mal hier, Holz. Wo ist der letzte Stamm, den ich liegen gelassen hatte? Jetzt muss ich mal schauen. Wo ist hier der Durchgang? Hier ist der Durchgang. Und wo ist der Stamm, den ich liegen gelassen habe? Bestimmt irgendwo hier in der Ecke. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Da ist der Stamm. Yes, yes, yes. Das ist aber keine Tür, ne? Nee. So, nehme ich jetzt mit. Mache ich jetzt daraus Holz, ne? Denn wer macht uns stolz? Unser Holz, 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 Holz. Lebt in der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Okay, ich höre schon auf. Das ist alt. Wer kennt das wohl nicht? So, dann mache ich aus diesen Holzdinger da Brennscheitel, ne? Brennholz. Mache ich jetzt einfach. Ich sollte auch die Axt in der Hand nehmen. So, jetzt. Zack. Und zack. Und zack. Gleich wird er zum Berserker, oder auch nicht? Und nichts mehr. Gut. Das sind 24. Gut. Die Hälfte werde ich schon mal hier reinmachen. Die Hälfte. Dann werden 12. Ne? Und die andere Hälfte mache ich drüben rein. Bei der Destillierer. Wie zum Teufel. Ja, toll. Ich bin schon wieder reingetreten. Ne, ich bin noch schon wieder reingetreten. Schweinchen, da bleiben. Keine Zeit für dich. So. Und hier mal das andere 12 Dinger rein. Gut. Anmachen tue ich es noch nicht, weil wir es noch nicht brauchen. Erst später. So. Und dann kochen wir mal zu Maische. Meine Schuhe werden schon wieder voller Mist. Ja, ist halt so. Das kann ich auch nicht ändern. No, ne? Ich habe da auch was gesehen, ne? Dass man alles öffnen muss. Glaube ich zumindest. Aha, so machen wir das frei. Aha, aha, aha. Aha, okay, bereit davor. Nee, das war was anderes. Gut, hier kochen wir nicht. Maische, pass auf. Zuerst musst du das Rezept beschaffen. Oh. Oh. Das ist schlecht. Und ich weiß nicht, wo man dieses Rezept bekommt. Vom Markt? Ich schaue im Markt nach. Ich wusste gar nicht, dass ich das Rezept brauche dafür. Hallöchen, haben Sie ein Rezept? Das ist sehr schlecht. Sie hat hier 6 Äpfel. Aha. Pilze hat die auch. Aha, aha. Kartoffeln hat die auch. Oh. Ja, und wer hat hier Rezepte für mich? Er hier vielleicht. Hallöchen, hast du Rezepte? Nope. Keine Rezepte. Und sag mal schnell. Der hier vielleicht? Nee, hätte man mal wissen müssen. So, er hier? Sie hier? Hast du Rezepte? Sieht auch nicht danach so aus, als hätte sie jetzt hier irgendwie rezeptmäßig was. Na super. Das ist sehr schlecht, junge Frau.
Sie haben keine Rezepte für mich. Wie bekomme ich die Rezepte? Sägewerk glaube ich wohl kaum. LPG? Rezepte bei LPG? Das glaube ich auch wohl kaum. Ich gehe mal zurück zu Thaddäus. Ah, hier fahre ich jetzt mal das Fahrrad mitzunehmen, ne? Verdammt. Hat sie vielleicht Rezepte? Hi. Ah. Haben du Rezepte? Nein. Na super. Oh, ach Mann. Das ist doch ätzend. Jetzt brauche ich auch noch Rezepte für... Kann ich helfen? Meine erste schwarzgebrannte... Ha, sieh dir das an. Bist du dir so sicher, dass du besser Alkohol machst als ich? Warten, dass du keinen Erfolg haben wirst. Ja, werden wir auch nicht haben. Ja, jetzt bin ich baff. Ich weiß nicht, wie ich jetzt an diese Rezepte komme. Super, alles vorbereitet, bis auf dieses blöde Rezept. Alles vorbereitet, bis auf dieses blöde Rezept. Was soll das? Wieso muss ich Rezepte kochen, wenn man das auch so weiß? So. Klassiker, ich glaube, er ist eigentlich nur verdünnter Schwarz geworden. Ja, ja. Kochzeit. Zuerst musst du das Rezept beschaffen. Hilfe, ich brauche das Rezept. Sag mir. Tagebuch. Nein. Wo ist das Hilfeding? Markt. Was zum Henker? Prüfe die Preistafel in der LPG. Nee. Baue Karte M. Ja, toll. Karte M bringt mir ja nichts. Shift. Teile. Nee. Wo ist dieses Hilfeding? Mein Gott. Ich hasse alles. Später seid. Ja, sollte mal durchratzen bis zum nächsten Tag. Ah, das ist doch ätzend. Kasimir träumt von Krieg und den Spuren, die er hinterlassen hat. Schwarzes Öl sickert aus dem Fracks. Gut versteckte Bunker sind mit Munition gefüllt. Und wieder ein Schwein, was überall hinscheißt. Ach, Mann. Und jetzt sehe ich draußen nichts mehr. Wow. Ach, brauche ich doch gar nicht. Warum nehme ich das mit? Tiere werden bald sterben. Ja. Oh, echt jetzt? Ich will auch bloß das Rezept... Und diese Hilfestellung ist auch nicht mehr da. Das ist hier Fackel, weil wir heute tot umfallen. Ja. Ich falle auch gleich tot um, wenn ich hier weiter so rumstehe. Tagebuch. Hallo Tagebuch. Das kennen wir ja schon. Da fehlen uns noch zwei Teile. Lenkrad und Vorderrad. Ja. Ist aber nicht das, was ich suche. Ich suche was anderes. Und zwar das Hilfeding. Nein, ich will hier nicht warten. Das ist ätzend, wenn man nicht weiß, wo man bekommt Rezept. Vielleicht doch bei LPG. Und dann wollen sie bis Eckwart alles haben. Sag mal, der ist noch nicht hell genug hier. Ein bisschen hier ratzen nochmal. Bis 9. 2 Stunden noch ratzen. Dann reicht das doch. Genau. So ist er so wie hell. Dann reise ich mal nach LPG in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Rezept dafür gibt.
Ach du meine Güte, jetzt hat so einer Durst und Hunger. Hunger haben wir. Haben wir hier. Ach Gott sei Dank haben wir hier essen. Gut. Rezeptos. Poleptos. Hier, Rezeptos. Vielleicht sie. Ich habe noch nie Rezepte gesehen, aber okay. Ja, sie haben sehr viele Kartoffeln zu verkaufen, sehe ich. Und sehr viel Äpfel. Okay, aber was mir noch fehlt, ist das Rezept. Das ist schlecht. Das ist sehr, 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 sehr schlecht, wenn ich keine Rezeptur kriege. Was noch schlecht ist, ist, dass es kein Trinken gibt hier. Huch, sorry. Okay, Dreschmaschine kann ich bei ihm abkaufen, wenn ich wollte. Brauche ich aber nicht. Anhänger, ja, kommt man erst dazu, wenn... Oh, ich kann ein Lenkrad von ihm abkaufen. Und das da. Das ist sehr teuer. Also nicht. Rezept hat er auch nicht. Nee. Rennen mache ich jetzt hier mit dir nicht. Gottes Willen. Ich mache doch kein Rennen, wenn ich darauf keinen Bock habe. Ja, okay, wie laufen wir jetzt zurück? Oh Mann, nee. Ja, wir trinken ja schon was. Bleib ruhig. Wir trinken gleich einen Moment. Ah, jetzt, komm. Trink. Sauf. Was ist Zeug halt wird? Dankeschön. Huch. Ja, war sehr schlau. So, okay, ich pausiere mal kurz. Ich melde mich, wenn ich Rezeptur gefunden habe. Okay. Ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Ich gehe nochmal zu Thaddäus. Ich muss was gucken. Sorry, aber ich muss da was gucken. Und zwar bei ihr. So. Aussteigen. Ja, Fahrrad umschmeißen. Kann ich helfen? Und ich sag mal ja. Mein erster schwarzgebrannter J gedrückt. Okay, so, pass auf. Bereite eine Kartoffelmaische vor. Ich habe ein Rezept und eine funktionierende Küche. Besorge einfach die Zutaten und schon kannst du versuchen, die Maische zu machen. Okay. Müssten wir jetzt eigentlich das Rezept bekommen haben, ne? Durch die Aufgabe. Ja, wir gehen mal zum Hof zurück. Mit Fahrrad. So. Den Rest muss ich selber fahren. Geht jetzt mit Fahrrad ein bisschen schneller, finde ich. Finde ich super. Super, super. Richtig gut. Aufsteigen. Oh, aufpassen, dass wir den Fahrrad nicht umschubsen. So. Jetzt müssen wir eigentlich die Kartoffelmaische machen können. Kartoffelmaische. Da. Ich wusste es. 20 Kartoffeln. Was zum Henker stimmt mit dir nicht? Alter Schwede. Ein Machglas, okay. 20 Kartoffeln. Ist die wahnsinnig? Ich kann ja nicht jetzt 20 Millionen von Kartoffeln machen. Muss ich zum Markt. Da kriege ich bestimmt noch Kartoffeln. Von ihr hier. No, wo bin ich ausgestiegen? Ah, da. Okay, hast du Kartoffeln? Ja, 20 Kartoffeln. Dankeschön für $100. Ist okay. Einmachglas kriege ich, glaube ich, von ihr hier. Und wie gesagt, ich möchte den hier gerne mal mitnehmen. Ja, genau. Na los, komm. Au. Du dumme Sau. Also, Pause. Du bist so ein Arsch. So, und von ihm kriegt man nämlich auch noch was. Und zwar Müll. Ich nehme alles. Und verkaufe es. Ja. Direkt bei ihm. Weil ich brauche das nicht. So, hier, bitteschön. Bitteschön. Das hier behalte ich. Wasserflaschen behalte ich auch. Man kann ja nie wissen. So.
Irgendwas wollte ich hier noch. Einmachgläser. Wie teuer sind die Einmachgläser? 60. Ah, das ist super. Jeden Tag eine neue Dingsglas, ne? Gut. Und dann... Alt, mein Fahrrad. Tja, der hat keinen Bock mehr. Bin ich eine gute Einnahmequelle für mich? Nebenbei, ne? Gemacht. Kurz, klein und knappbar. Machbar. Mensch, was ist denn mit meiner Sprache los? So, jetzt. So. Stehen bleiben. Mhm. Hat der auch Licht da vorne? Ja, der hat auch Licht da vorne. Krass. Gut, wir machen uns mal ein bisschen schlau hier draußen. Ja? Anzünden. So, ein bisschen anmachen. So, bereite. Nein, nicht das. Das hier kochen. Und zwar Maische. Kann ich nochmal Kartoffelmaische machen? Nee, es geht nur einmal mit 20 Kartoffeln. Das ist schon teuer. Ganz schön teuer. Ganz schön teuer, ja. Okay. Sieht doch zumindest gut. Wie lange dauert das? 2 Stunden und ich habe 4 Stunden oben angemacht. Gut. 2 Stunden. Da können wir für 2 Stunden uns hinlegen. Das ist ganz gut, dass es geht. Ne? 2 Stunden hinlegen. Steht sogar schon da. 2 Stunden pratzen. So. Gehört dazu Aufgabe. Finde ich gut, dass es geht. Und zack. Entfernen. Nice. Wie macht man... Achso, geht bestimmt von alleine aus. Denke ich mal. Bereite Kartoffelmeischer vor. Habe ich. J, 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 J. So. Produziere Schnapsel. Ja, ich mache jetzt hier Schnapsel, mein Freund. So, und Tür zu. Nicht, dass sie mir hier in den Destillierer umschmeißen. So. Wasser mache ich gleich rein. Kartoffelmeische. Ne, einmal. Und dann noch Wasser. Schwein, geh weg von meinem Destillierer. Sonst wäre ich böse. So, Eimer. 3. Füll den Eimer. Dankeschön. Trinken braucht er jetzt noch nicht. So. Tüte. Schnell, schnell, schnell. Bevor irgendein Tier hier irgendwas umrempelt. So, Feuer entzünden. So, wie lange dauert das? 3 Stunden. Ach du meine Güte. Dauert das immer alles so lange? Verstehe ich nicht. Okay, 3 Stunden. Lass mir raten, das ist eine so eine Flasche, ne? So. J. Wenn die Ausrüstung fertig und die Maische vorbereitet ist, braucht man nur noch Geduld und Sorgfalt. Eine Flasche reicht nicht aus. Ich muss viel mehr produzieren, um alle richtig zu beeindrucken. Ja, okay. 3 Stunden ratzen wieder. Schnell vorspulen. Das ist alles. Yes. So. Bis 6:45. Ach du meine Güte. Naja, verkaufen, bla bla bla. Produziere schwarzgebrannten Schnaps. Weitere. Ach, hau ab. Keine Zeit für dich. Oh mein Gott, jetzt sehe ich ja nichts mehr. Wo ist die Tür? Tür. Tür zu. Den Typen hinterher zu rennen, habe ich auch keine Lust. Oh. Nimm Flasche. Ich brauche mehr leere Flaschen. Ich brauche mehr leere Flaschen. Du gemein. Du bist so gemein. Leere Flaschen. Okay, ich guck mal. Habe ich noch irgendwie... Ja, hier. Nur alle 9er. Und wo muss man die eigentlich hinstellen? So. Direkt ausgetauscht. Ah, so macht man das. Okay.
Eine habe ich schon mal. Wie viel macht der denn jetzt? Bestimmt 3 oder mehr. Auf jeden Fall. Einmal, ja. Okay. Habe ich jetzt fertig? Jetzt muss ich nur noch liefern. Okay. Was kann ich jetzt am nächsten Spieltag? Mein Gott, dieser Geist nervt mich aber auch. Ich ignoriere den mal und leg mich einfach hin. Weitere 12 Stunden pennen, wenn es geht. Bis morgens um 7. Oh mein Gott. Erstaunlich, welche Beschleunigung dieses treue Schwein hat. Mhm. Hat man gehört draußen. Sehr erstaunlich. Okay. Oh. Es sieht sehr kalt aus da draußen. Und dann sollte jemand am Fahrrad fahren. Fahrrad. Geht anscheinend. Okay. Schweinchen sieht auch geil aus. So, wo war sie nochmal? Thaddäus. Dadurch schaltet man ne, Schnaps frei. Finde ich gut. Hey, lass sie doch tot umfallen, dann hast du Fleisch. So. Ich habe etwas für dich. Gibt es eine Belohnung für? Oh. Oh, danke schön. Bekam ich direkt Zucker und dann noch mehr Einmachgläser. Cool. Neues Rezept. Kann ich helfen? Ein Getränk aus der Vergangenheit. Mein Vater ist ein wenig besessen von Honig. Man kann es an seinem Bauch sehen. Er trinkt auch gerne und viel. Seit einiger Zeit erwähnt er ständig, dass er noch nie in seinem Leben Mett getrunken hat. Oh nein. Ja, können wir machen. Aber ich kann mir ja Zeit lassen damit, ne? Muss ja nicht sofort sein, aber ich kann mir ja Zeit lassen. Honigmelche. Ja, dazu muss ich noch Honig machen. Dafür jetzt keine Zeit. So, ab nach Hus. Kartoffelmelche haben wir. Und die komische Himbeermelche. Auf jeden Fall brauchen wir mehr, jede Menge Kartoffeln, ne? Ach, was mir noch einfällt. Was denn oh mein Gott. Macht er jetzt noch? Ja, der macht noch. Okay, dann muss ich halt mal alle 2 Stunden oder 1,5 Stunden mal nachschauen. Momentan haben wir nur einen Schnaps. Ich frag mich, wie viel Geld dieser eine Schnaps bringt. Ah, dieser Schwein, ne? Na komm her, Flauschi. Ich weiß, ich habe jetzt kein Fressen für dich, aber kommt noch alles, ne? Also beruhig dich. Bleib schön sauber. Mal gucken. Wo ist der tote Huhn? Hier sind 2. Da ist noch einer. Wo ist der tote... Eieiei, 2 tote Hühner. Okay. Muss ich halt Fleisch da draus machen. Oh Mann. Oh, da tut meine Seele weh. Da tut meine Seele weh. Ganz toll. So, wir haben... 2 tote Hühner. Hä? Haben wir Unendlichkeitshuhn oder was? Ach, diese oh, nee. Wühlt im Dreck rum. Naja. Mist im Mist getreten. Ja, geil. Kann ich hier? Ja. Mach jetzt mal da rein. Weil ich nie weiß, wohin damit. Hallo? Oh, echt jetzt. Hart antreibt, wird er hier nicht reinpassen. Mhm. Ich treibe auch an. Nein, natürlich nicht. So, dann gehen wir mal gucken, wie viel oder ja, wie viel Geld wir für diesen Schnaps bekommen, ne? Also, warte mal, da muss man, glaube ich, nach Thaddäus. Ach, jetzt bin ich zu Fuß dahin gegangen. Ach, Mensch. Ich wollte das Fahrrad benutzen. So, junge Frau. Wie viel? 80. Für einen. 80 für einen.
Das ist, das etwas wenig, Frau. 80 für einen. 10 Stück sind 800. Tja, lass mal produzieren, ne? Also, mal auch normale Stöcker nehmen. Dann machen wir es halt so. Ich kann auch so die Maische kaufen. Mensch, wir sind da schon über unsere Zeit. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber hey. Naja. Wie viel kann man aus einem so einer Maische machen? Ist ja unglaublich. Ich brauche wieder Brennholz. Der läuft noch 21 Stunden. Und Wasser. Na, Wasser holen. Ich schon mal Wasser. Und Kasimir sollte auch mal Wasser trinken. Ja. Aus dem Brunnen heraus natürlich. Mhm. Ich spritze auch gleich doch. So. Dann hauen wir noch mal Wasser rein. Ich weiß nicht, wie viel Flaschen man da rausbekommt. Keine Ahnung. Ist mir echt ein Rätsel. Wie das überhaupt funktionieren soll. 7 mal. Wie viel aus einem so einer Maische? Ich habe keine Ahnung, wie viel man aus einem so einer Maische bekommt. Okay, warten wir erstmal ab, bis dieses Fläschchen fertig ist. Und dann kochen wir noch eine Maische. Natürlich Kartoffelmaische. Maische? 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 Ich weiß ja nicht, scheint aber gut, gut zu sein. Auf jeden Fall ein bisschen drum kümmern. Und dieses, warte mal. Ach, macht jetzt 3 Stunden später noch einer. Okay. Das ist super. Man braucht bloß jede Menge Brennholz. Gut. Und wir haben für 80 Münzen. Und Flaschen brauchen wir auch eine Menge. Ja, ist ein bisschen schwieriger, ne? Okay, ich glaube, weiter kochen tun wir dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wie weit wir kommen mit diesem Alkoholkram, ne? Vielleicht machen wir damit richtig geil Geld. Und wie gesagt, da muss man halt die Maische entweder selber kochen, aus 20 Kartoffeln jedes Mal. Und dann brauchen wir nachher jede Menge Flasche. Wasser haben wir unendlich. Ja, Flaschen kann man auch kaufen. Ja, ist kein Problem. Ich denke mal, das kriegen wir auch schon hin, ne? Und dann sage ich mal an der Stelle, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Farmers Live auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich, 38 Minuten lang. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge ab 8 Uhr auf meinem Kanal. Ciao mit V. Tschüss.